Willkommen zurück hier bei InGames, wo sich Spiele wie zu Hause fühlen. Ich begrüße euch immer noch zu Mario Kart 8 und wir sind dabei im letzten Grand Prix, nämlich den Blitz Cup, die letzte Trophäe zu holen, beziehungsweise ich weiß, im Special Cup fehlt mir immer noch die Goldtrophäe. Darum geht's aber nicht, denn wir wollen hier nur diesen letzten Cup beenden und danach ist der Singleplayer-Modus für uns gestorben. Denn es gibt nichts mehr zu fahren. Ich könnte noch zeigen, wie ich die drei Sterne hole, aber beim besten Willen, da gibt es tausende andere Videos, die das zeigen, die das zusammenfassen und eher machen. Und ganz ehrlich, ich gebe euch nur den Tipp, werdet immer Erster, dann habt ihr die drei Sterne. Tja, wie man das am besten macht, das muss jeder für sich selber wissen, weil jeder fährt seine eigene Technik, sein eigenes Kart und definitiv fährt vielleicht irgendjemand mit Baby Peach schneller als ich hier mit Bowser. Obwohl in der Speed-Anzeige hier in Mario Kart ich deutlich vorne liege, das ist immer so eine Sache. Also man soll am besten den Fahrer nehmen, mit dem man am besten klarkommt, gerne mal experimentieren und dann einfach sein Rennen fahren. Und ich sag immer, es ist ein Unterschied, ob man im Singleplayer-Modus fährt oder ob man im Online-Modus fährt. Weil im Online-Modus fahren die Leute halt einfach anders als hier im Singleplayer-Modus. Boah, hab ich schon wieder Glück gehabt, ey. Nein, das lief schief. So eine Plattform, die habe ich vorher noch gar nicht gesehen, ob man da abkürzen kann. Müsste ich irgendwann mal ausprobieren. Falls ihr es noch nicht gemerkt habt, nur an diesen Zahnrad-Ecken, also den größeren Einkerbungen, oder eher nicht die Einkerbung, da könnt ihr diesen Sprung machen. Woanders auf dem Zahnrad geht's leider nicht. Wurde ich auch schon mal von jemandem gefragt, jetzt nicht auf meinem Kanal oder so, aber ich wurde auch schon mal gefragt. Ich wundere mich, dass ich hier so locker durchkomme. Das ist so tückisch. Ich erwarte da gleich irgendetwas. Da hätte ich springen können jetzt. Ich habe das Zahnrad nicht gesehen. Oh, falsch, aber egal. Komm, ich schicke mal einfach mal nach hinten. Vielleicht trifft hier noch irgendetwas. Oh, Luigi hat sich ganz kurz vor Baby Daisy da vorgehauen. Das ist so unfair. Aber soll uns nicht weiter stören, wenn wir Erster werden. Das, also, ich will nur einen Pokal. Erstmal nur einen Pokal. Geht noch nicht mal um Gold. Erstmal Pokal. Und mit dem ersten Sieg bin ich da schon mal definitiv auf der richtigen, sicheren Seite. Gerade wenn sowas kommt, wie Röhrenraserei. Nein, das war zu früh. Ja, ich hab's mir fast schon gedacht, aber ich wollte nicht abbrechen. Verdammter Mist. Irgendwie klappt da jetzt gerade gar nichts mehr. Komm, das Fragezeichen hole ich mir. Nein! Ja, super. Ach, das wächst nach. Ich dachte, hier in den Kanalisationen wächst das nicht nach. Moment. Wow, wow, wow. Ganz ruhig hier, ne? Nein! Ich hab die zu eng genommen. Verdammt! Ich mach einen Fahrfehler nach dem anderen. Ist kein Wunder, dass ich hier nur Fünfter bin.
Ja, super. Ich mag eigentlich keine Bomben, weil ich damit nicht klarkomme. Komm, ich werfe den nach hinten. Nein, ich wollte extra nach hinten abwerfen. Boah, wo hat der den hingeworfen? Bowser. Ach komm. Hier läuft gerade gar nicht so, wie ich es gerne hätte. Fünfter Platz, ey. Oh. Okay, es läuft alles so, wie ich es gerne hätte. Ich bin ja schon ruhig. Gib Gas. Oh, gib nicht zu viel Gas. Ich hab's sagen wollen. Mann, diese blöde Grüne. Grüne sag ich schon. Diese blöde Piranha-Pflanze, ey. Mann! Jetzt hat's aber wirklich alles und jeder auf mich gesehen, oder wie? Ist ja nett, aber ich will davor. Vor wem eigentlich? Wer ist eigentlich gerade vor mir? Darf ich mal. Danke. Oh, und die hat ihre Bananen da. Komm, halt ihn auf, halt ihn auf, halt ihn auf, halt ihn auf. Vor der Linie. Komm, 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 komm. Jawoll! Boah. Knapper geht's nicht, definitiv. Boah, ey. Keine Sekunde später hätte ich die losschicken dürfen. Das war echt haarscharf. Und die Rote hätte mich dann auch noch fast erwischt. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Boah. Puh, okay. Position Goldkurs ist noch da. Also Trophäe an sich ist ja schon noch da. Wenn ich es nicht völlig verbocke. Ja, oh, und der Start hat diesmal hingehauen. Wunderbar. Ich nehme mir doch nicht jetzt die Münze weg. Darf ich mal... Ja, war mir schon klar, was da vor. Das konnte man riechen, Mario. Ja, Luigi ist jetzt definitiv sauer, weil ich den Sieg... Also, wenn das mit mir passiert wäre, wäre ich auch tierisch sauer. Ich habe noch versucht, einen Turbostart hinzubekommen. Funktionierte leider nicht. Siebter. Also wenn ich jetzt nicht gut aufpasse, dann habe ich wieder mein Problem, dass ich keine Trophäe kriege. Zwei Sterne, ey. Die ist an der blöden Bananenschale da zerdeppert. Ich sehe ja nichts. Mach mal Licht an. Wow, Feuer. Ich bin Erster. Ich denke die ganze Zeit, wieso sehe ich kein... Oh. Das hat mich jetzt irritiert. Nein. Luigi, du kennst das Spiel. Ich bin gnadenlos in der letzten Runde. Nimm lieber Abstand. Ja, jetzt sowieso. Jetzt habe ich dich auf dem Kicker. Wenn du mir so ein Ei hinlegst. Komm, Fahrer. Ja, komm. Das Ding bewegt sich. Das Ding bewegt sich. Wunderbar. Moment. Ah, Moment. So. Nein, 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 nein. Immer auf die Kleinen. Geh weg, Luigi. Ich wollte doch noch an dir vorbei. Okay, die drei Sterne kann ich abhaken.
Ich hatte keine rote mehr im Petto. Schade aber auch. Macht nix. Wir haben noch 5 Punkte Vorsprung. Ich kann Dritter werden. Ist alles easy. Vor allen Dingen beim Regenbogenboulevard muss ich jetzt arg aufpassen. Weil das hat ja, wie gesagt, keine Runden. Habe ich ja schon öfter mal erwähnt. Und da könnte so ein Item ganz schnell zum Verhängnis werden. Also drücken wir nochmal für das allerletzte Rennen hier im Singleplayer-Modus die Daumen. Das sieht da mal gar nicht so schlecht aus. Jetzt die Münzen einsammeln von diesem Zug. Es geht. Hätten mehr sein können, aber ich bin damit auch zufrieden. Das passt auch soweit. Erste Runde, erster, bin ich mit zufrieden. Überhol mich, Luigi. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Du kriegst von mir so die rote reingeballert. Du kennst das Spiel ja. Geht das mit dem Lockdings wieder los? Du sollst die Münzen vor mir werfen, nicht hinter mir abwerfen. Sollen wir mal fies sein? So, sind wir richtig fies. Komm, und jetzt der letzte. Ups, den habe ich verpasst. Macht aber nichts. Wir bleiben Erster. Wunderbar. Wobei ich ganz ehrlich finde, man hätte auch die Option lassen sollen, hier noch eine nächste Runde einzubauen. Weil ihr seht ja, es ging hier weiter theoretisch. Wäre zwar ein bisschen lang gewesen, aber naja, ich persönlich... Ihr sollt's recht sein, ich habe einen goldenen Pokal bekommen. Juhu! 2 Sterne, leider nicht 3. Luigi hat mir im letzten Rennen, vorletzten Rennen. Aber egal, was soll's. Den goldenen Pokal, was will ein Mann mehr? Gut, das Einzige, was ich nicht weiß, ob ich jetzt ein Secret Ending habe oder so, das seht ihr natürlich dann nicht. Ja, das war mir irgendwie klar. Obwohl, das habe ich ja noch gewonnen. Und wie ich das gewonnen habe. Also knapper, wirklich, knapper geht's nicht. Ich glaube, ich werde das Video nochmal als Solo-Video, Highlight-Video, also nochmal hochladen. Ich werde das mal so ein bisschen bearbeiten, dass es spannender aussieht, aber das war ja eigentlich richtig genial zum Schluss. Ich glaube, die Rote hätte mich auch getroffen. Die hat mich nur nicht getroffen, weil Luigi da im Weg war. Der Arme. Ja, wunderbar. 2 Sterne zwar nur, aber der Blitzpokal. Wir haben ein neues Fahrzeugteil freigeschaltet und ich denke mal, mir fehlt einfach der Pokal im Special Cup. So dass wir noch nicht hundertprozentig durch sind. Dennoch lasse ich die Credits durchlaufen, einfach weil es der letzte Part ist von Mario Kart 8. Den Rest werde ich mir im Single-Modus alleine holen. Wenn ihr noch Fragen zu Mario Kart habt oder irgendwelche Wünsche, Anregungen etc., wenn ihr wollt, dass ich noch irgendwas zeige oder so, kein Problem. Ich habe sogar kein Problem damit, wenn ihr sagt, hey, ich habe Mario Kart, du fährst doch eigentlich ganz gut, ich will mal deine Online-Zeiten sehen, ist überhaupt kein Problem. Ihr könnt mich nämlich als Freund hinzufügen, Sage in Tsubasa heiße ich, oder wenn ihr euch das nicht merken könnt oder ihr noch Fragen habt, schreibt mir einen Kommentar rein, ich gehe gerne drauf ein. Dann könnt ihr mich auch als Freund folgen oder hinzufügen, je nachdem, was euch lieber ist. Weil wenn wir befreundet sind, dann ist das überhaupt kein Problem, weil dann kann man sich die Daten, die Zeitdaten hin und her schicken. Also ihr seht automatisch meine Daten, die ich automatisch hochlade. Ein paar Zeitfahrersachen habe ich schon mal. Und vielleicht ist das ja für den einen oder anderen so Ansporn, meine Zeiten zu packen. Und wenn ihr das getan habt, ladet eure hoch.
zeigt mir eure Zeiten und dann versuche ich die nochmal anzugehen. Ich bin bestimmt nicht der beste Mario Kart Spieler aller Zeiten, aber ich denke, ich habe doch einige Fähigkeiten und je mehr ich fahre, desto besser werde ich auch. Von daher bin ich eine harte Knuss, die sie erstmal zu knacken gilt. Wobei ich sagen muss, bei Zeitattacken ist das immer noch was anderes, weil da kommt es wirklich auf das perfekte Fahren an. Ich bin eher so ein Spontaner. Ich gehe damit, guck, wer ist vorne, guck es hier, warte auf das Item und so. Und das hat man beim Zeitfahren ja nicht. Ansonsten, um es zu meinem Fazit auszudrücken, ich meine, ich habe jetzt vielleicht ein Fünftel von dem Ganzen mitbekommen, nicht nur das Rennen, es gibt ja noch einen Versus-Modus und noch einen anderen Modus und gerade im Online-Modus gibt es dann noch so ein, zwei Sachen, die sind echt genial gemacht, aber ja, wie soll ich sagen, habe ich noch nicht die Zeit dazu gefunden, das genauer zu nehmen, mir anzusehen, aber bis jetzt bin ich also von Mario Kart 8 überhaupt nicht enttäuscht. Ich bin zwar ein bisschen verwunderlich, dass es weniger Charakter gab als in Wii oder zumindest andere und ein paar nicht gab, wie Birdo und so, also dass man da wirklich gemischt hat, das habe ich nicht verstanden, also die Charaktere entstehen da und gut, der Bildschirm wird ein bisschen voll, aber da gibt es doch Mittel und Wege, das irgendwie hinzukriegen, also für meinen Geschmack. Ansonsten, fahrerisch ist das natürlich ein absolutes Highlight, auch das mit den Items, dass das jetzt ein paar Neuerungen sind, sehr schön gemacht, dieses Mario Kart 8, dieses, ja, super Item, wo du alles einmal hast, bis auf den Blitz und die blaue, glaube ich, die hast du nicht, aber diese normalen Dinge hast du, glaube ich, alle, so Stern, Banane, grüne, rote, Münzen, Tentakel, Bumerang, glaube ich sogar. Weiß ich, nee, Bumerang nicht, aber so die normalen Sachen. Also im Grunde alles, man hat wirklich einen gesunden Misch gefunden. Also es geht nicht mehr so auf Items, weil wie war es teilweise wirklich so, wer das bessere Item hat, gewinnt. Also da kann ich mich lieber in Runde 3 so als Achter durchboxen, kriege dann irgendwie noch so eine Rakete und zisch ab und gut ist. Ist jetzt ja gar nicht mehr. Also von daher, klar ist das jetzt kein Rennspiel, ist es nicht nur fokussiert aufs Rennen, also wer das will, der geht bitte zu Gran Turismo oder Need for Speed oder keine Ahnung, da kann man sich nur aufs Rennen fokussieren. Hier ist einfach nur das fahrerische Spaß da und das sogar für die ganze Familie, kann ich bestätigen, also obwohl Schwester, Eltern, gut Großeltern jetzt nicht, aber die haben damals mit der Wii gerne gespielt, die spielen alle, das ist echt problematisch, definitiv. Also davon, um es kurz zu fassen, Mario Kart 8 ist wirklich ein Muss für jeden, der eine Nintendo Wii U hat. Und wäre das Spiel zum Release der Wii U schon da gewesen und das im Bundle gewesen, Leute, die Wii U wäre sowas von weggegangen, glaubt mir. Also ich kann jedem dieses Spiel nur ans Herz legen. Ja, ansonsten sind wir fertig mit diesem Part, mit meinem Fazit auch. Also ich bin sehr, sehr zufrieden. Hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wie gesagt, hinterlasst auf jeden Fall Kommentare, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, falls ihr gegen mich online fahren wollt, so oder so. Ich lege auch gerne nochmal den Fun, den In-Games Fun Cup, das Turnier zu Herzen, wo ich noch einmal kurz drauf gehen werde, wo ich jetzt schon mal gerade da bin. Im Menü, es wird kurz die Verbindung aufgebaut. Den habe ich ins Leben gerufen. Es gibt ja auch einen eigenen, ich habe ja ein eigenes Video dafür, um den zu präsentieren. Ist zwar noch nicht so oft angeklickt worden. Ich habe schon jemanden, der hat darauf reagiert, hat leider aber noch nicht, Mario Kart 8, leider. Hätte er gerne, aber sich dafür nur die Wii U anzuschaffen, nein. Wie gesagt, Grand Prix, 100 Kubik. Ohne Teams natürlich, das heißt, jeder fährt für sich, alle Fahrzeuge sind unbegrenzt, kann man fahren, also es ist nicht irgendwie so, dass man dass so und so viel wegkommt und Computer sind normal eingestellt. Das Ganze ist natürlich global, wobei ich mich natürlich über deutsche Zuschauer, die da mitfahren, interessieren würde. Alle Items, jede Steuerungsart nicht wechseln, also das bedeutet, wenn man jemanden gefunden hat, wechselt das nicht irgendwann plötzlich und es ist für alle offen. Das ist sehr wichtig und ja, wie gesagt, ich fahre hin und wieder mal gerne auch mit ein paar Kollegen, mit Freunden, die das Spiel jetzt auch haben und wie gesagt, wenn ihr da mitfahrt, wenn ich online fahren werde, werde ich immer mal gerne wieder auch den Fun Cup in Anspruch nehmen,
Bedeutet, ihr könnt da einfach mitfahren und wenn ihr Glück habt, seid ihr im nächsten Let's Play dabei, um nochmal den Fun Cup ans Herz zu legen. Ansonsten habt ihr noch irgendwelche Verbesserungsvorschläge, Fragen, postet alles rein. Ich gehe auf alles ein, definitiv. Binnen 48 Stunden habt ihr eine Antwort. Es sei denn, es ist jetzt etwas komplizierter, dann recherchiere ich erst. Aber ansonsten bin ich immer für euch da und ja, ansonsten sei noch kurz erwähnt, dass ihr doch bitte ein Like hinterlassen solltet, damit das ein bisschen gepusht wird, vor allen Dingen bei dem Turnier, wo ich den Fun Cup da ins Leben gerufen habe. Vielleicht einen kleinen Gefallen eurerseits, ich mache das nicht gerne und ich mache das nicht oft, also eigentlich sehr, sehr selten, aber wäre nett, wenn ihr den ein wenig pusht, damit ihr ein bisschen Publikum findet und dass ihr auch vielleicht das mal für diejenigen, die sagt, ihr kennt jemanden mit Mario Kart 8, gebt ihm den Turniercode weiter. Würde ich mich sehr, sehr gerne darauf freuen, damit er halt einfach ein bisschen wächst und dass er vielleicht gerne angenommen wird. Ja, das war's dann auch soweit von mir. Wir sind durch mit dem Singleplayer-Modus. Keine Sorge, es werden definitiv noch Online-Rennen finden sein. Ich werde das vielleicht ein bisschen, vor allen Dingen, da ich mich mit Stream jetzt ein bisschen beschäftige, aber das nur so am Rande, werde ich mal gucken. Aber ich werde definitiv noch ein paar Let's Plays aufnehmen, wo ich Online-Rennen fahre. Und von daher könnt ihr da noch gespannt sein, dass es das ein oder andere gibt. Nur mit dem Single-Modus ist an dieser Stelle Schluss. Dann, wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch soweit gefallen. Am besten abonniert uns, dann bleibt ihr am Ball, was alles mit Mario Kart angeht und mit den Turnieren und was ich vielleicht noch so geplant habe. Und ihr verpasst auch die anderen Projekten von InGames nicht, die definitiv auch spannend sind. Ja, dann nochmal danke fürs Zusehen und ich denke, wir sehen uns in einem anderen Projekt oder zumindest in einem anderen Video. Bis dahin!